Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und Charlie hier ist auch unterwegs und ebenfalls wie ich aus der Sommerpause zurück. Okay, ich heiße euch recht herzlich willkommen und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir sind hier auf unserer wunderschönen Alpenmap Neu-Mini-Brunn. So, es hat sich einiges getan natürlich in der Zwischenzeit. Pause heißt ja für mich nicht, dass ich nicht irgendwas vorbereite. Und ihr seht es auch hier, unser Grasfeld hinter dem Hof habe ich bearbeitet, denn das hier wird ausgewiesenes Bauland. Soll heißen, in der heutigen Folge wollen wir hier ein bisschen den Hof erweitern. Ich habe ein bisschen was geplant, auch schon mal ein bisschen was angetestet und deswegen habe ich hier das Feld auch schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe es gepflügt, gegrubbert und wir werden nämlich dann da hinten auf dem Rest auf diesem Feld dann entsprechendes dann noch ansehen, was aber generell hier dieses Gelände eben gedacht ist, um hier entsprechende, ja, wir werden mal sehen, Hallen, Produktionen und, ja, Viehställe zu installieren. Deswegen habe ich hier auch eine entsprechende Ausgleichsfläche schon hier angekauft, nämlich diese. Und die habe ich hier mit Gras entsprechend angesät. Hier haben wir dann ein Grasfeld für die Zukunft. Und deswegen kommen wir jetzt auch schon mal gleich hier zu unserem Wo stehen wir? Ich habe nämlich ein bisschen was vorbereitet und ihr seht es ja auch rechts oben. Wir haben richtig Geld, was daran liegt, dass wir hier mit unserem Projekt, mit unserer hier Anlage, wo wir ja entsprechend Hackschnitzel hergestellt haben und unserem Forstbetrieb, den wir hier oben haben, ja richtig Kohle gemacht haben. Ihr seht, ich habe hier alles abgeforstet oder beziehungsweise abgeholzt, habe aber auch schon hier Setzlinge drin und 200 Stück, glaube ich, waren es, was wir hier dann auf das Feld hier ausgebracht oder hier angelegt haben. Da drüben sind noch die Stumpen, die müsste ich dann noch bei Gelegenheit wegmachen. Das waren dann die letzten Baumstämme, die ich hier gefällt habe. Aber das Ganze hat uns richtig Geld in die Kasse gespült, über 1 Million. Ich habe schon ein bisschen was ausgegeben, denn wie gesagt, ich habe ja das eine Feld hier gekauft, wo wir dann als Ausgleichsfläche dann eben Gras angesät haben. So, das Ganze hier wird sich mit Sicherheit dann noch ein bisschen ziehen, bis hier dann auch die Bäume, ja, ich sage mal, erntereif sind. Deswegen werden wir jetzt mal Folgendes machen. Den Trecker hier, den werden wir erstmal wieder zurück zum Hof bringen. Die Poltergabel, die werde ich hier erstmal ablegen. Was wir dann da hinten mit der Fläche machen, ihr seht es ja, ich habe hier ein bisschen was ausprobiert. Das kann man ja alles hier entfernen mit dem Mulcher anscheinend. Und dann könnte man hier natürlich auch auf der Fläche irgendwas machen. Aber da bin ich noch am Überlegen, das weiß ich noch nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das Feld auf dem Hof. So, ich bin mal gespannt, ob wir den hier mit dem Helfer hier losschicken können. So, bingo, zack, zack. Und dann schauen wir mal, ob wir den hier in das Sträßchen bekommen, ob der dahin will. Ja, okay, fährt erstmal gegen den Zaun. Auch nicht schlecht. Dann drehen wir den mal um. Vielleicht fährt er ja in die Richtung. Ah, nee, da habe ich auch schon das Gefühl. Nee, nee, dann machen wir das dann doch von Hand. Und in der Zwischenzeit erzähle ich euch, was wir vorhaben. Ich möchte also auf jeden Fall heute noch auf unserem Hof einen Schweinestall installieren. Dann werde ich noch eine schöne Hörmannhalle hinpflanzen und dann noch ein kleines Schleppdach. Und damit wollen wir erstmal anfangen. Später bin ich am Überlegen, ob wir dann auch noch einsteigen in den Bereich Schafzucht. Das würde sich ja auch anbieten, weil wir haben jede Menge Grasflächen, die wir dann eben auch bewirtschaften können. Ja, und der andere Plan ist, dann haben wir nämlich noch ein bisschen Geld übrig, möchte ich noch 2 weitere Felder kaufen. Die Felder 7 und 6, glaube ich, sind es. Die sind nämlich in unmittelbarer Nähe unserer anderen Felder. Und da denke ich, können wir vielleicht mal überlegen, ob wir dann das eine oder andere Feld dann zusammenlegen. Jo! So, an der Stelle möchte ich grüßen die Melle. Ups! Ja, das ist, wenn man da ein bisschen dann rüber guckt auf den anderen Bildschirm. Die Melle hat nämlich geschrieben, dass sie sich freut, dass ich hier auf Neu-Mini-Brunn unterwegs bin, weil sie möchte demnächst auch diese Map anfangen. Danke, danke, danke für die lieben Worte. Freut mich, freut mich. Ich finde es eine super Map.
von der Grafik, von der Art und Weise ganz, ganz toll, macht richtig Spaß und ist ja eben eine schöne Ergänzung zu unserem anderen Projekt, zu unserem Big Farm Projekt, wo wir ja mit großen Maschinen arbeiten wollen, während hier, da werden wir also weiterhin hier schön im Kleinen arbeiten, kleineren bis mittleren Bereich. So, den stellen wir jetzt mal hierher. Und dann springen wir nämlich hier zu dem Kollegen, weil das sind nämlich die Felder, die ich kaufen möchte hier. Dieses Feld, da haben wir im Moment Weizen drauf. Hat der Nachbar schon Weizen gedrillt und auf diesem Feld, da haben wir Gerste, das bringt uns dann alles schön Stroh. Ist noch nicht gekauft, die Felder, da warten wir noch ein bisschen. Und hier haben wir ja dann unsere weiteren Grasfelder, da möchte ich dann mal was anderes anpflanzen. Denn an der Stelle habe ich nämlich eine Frage an euch, bevor wir jetzt gleich loslegen mit dem Hofbau. Mir ist nämlich Folgendes aufgefallen und mich würde mal interessieren, ob ihr da eine Idee habt. Ihr seht es ja hier, unsere Umweltbewertungen sind extrem unterschiedlich und ich verstehe nicht genau warum, weil eigentlich habe ich hier auf diesem Feld 8 zum Beispiel alles gemacht. Ich habe also Stickstoff, alles perfekt, pH und so weiter, und warum bei Bodenbearbeitung kein Wert drin ist, ich verstehe es nicht. Während wir hier das zum Beispiel haben, pH-Wert, und auch hier den Stickstoff, aber auch hier die Bodenbearbeitung, komischerweise nur ja, im mittleren Bereich. Dieses Feld ist völlig neu, was wir gekauft haben. Stickstoff wird hier überhaupt noch nicht angezeigt und das ist ja eins unserer ersten Felder und hier wird eben auch nicht alles voll angezeigt. Also ist mir ein bisschen schleierhaft, wie das zustande kommt, und gerade was hier das Thema Bodenbearbeitung angeht, sind wir überall, fast überall nirgends, ja hier haben wir sogar null im Prinzip. Also wenn ihr da eine Idee habt, was ich da machen soll, ob ich da wirklich auch, obwohl wir Pflügen ausgeschaltet haben, ich muss gerade mal überlegen, haben wir Pflügen eigentlich ausgeschaltet? Ich denke ja, oder nee, ich glaube, wir haben Pflügen sogar an. Unkraut, Pflügen notwendig, haben wir an. Aber bis jetzt hat er uns nie angezeigt, dass wir pflügen sollen. Also ich weiß es nicht. Ich habe deswegen extra, deswegen habt ihr euch vielleicht auch vorhin ein bisschen gewundert, wenn ich sage, dass ich dieses Feld hier gepflügt habe. Ich habe es gepflügt und gegrubbert und vorbereitet. Und trotzdem zeigt er, wie gesagt, hier nicht bei Bodenbearbeitung. Ich weiß es nicht. So, nichtsdestoweniger, hier 7 und 6, die zwei Felder sind es, die möchte ich dann jetzt als nächstes kaufen, wenn wir mit den Bauarbeiten zu Ende sind. Die will ich dann erwerben und dann haben wir hier ein ordentliches, ja, ich sag mal, Anteil an Feldern, die wir dann bewirtschaften können. Okay, dann schnappen wir uns hier mal den Valtra und werden damit erstmal zum Feld fahren. Zum Feld, zurück zum Hof, und dann wollen wir mal langsam anfangen, den Hof umzugestalten und eben die entsprechenden Gebäude anlegen. So wollte ich eigentlich eher sagen. Okay. Ja. Wie gesagt, nach der Sommerpause habe ich hier, oder während der Sommerpause habe ich ja hier ein bisschen trotzdem hier weitergearbeitet. Wir sind also jetzt im April, haben eine volle Kasse. Das Bankkonto ist gut gefüllt, deswegen können wir jetzt hier auch richtig Action machen, weil das nächste, was auch ein bisschen, ich sage mal, im Plan wäre, wäre natürlich auch hier den ein oder anderen Trecker dann nochmal auszutauschen. Und was ich ja auch immer gerne auf dem Hof habe, wäre eben ein Teleskoplader. Da müssen wir einfach mal schauen, was hier die nächste Zeit hier sich anbietet für den Erwerb. So, den lassen wir einfach erstmal hier stehen. Und dann gehen wir mal rüber und fangen an, ein bisschen zu bauen in der heutigen Folge. Ja, zum Thema Bauen habe ich auch ein bisschen eine Anmerkung. Ich habe mir das Video angeguckt vom Ansgar. Grüße gehen raus bezüglich seiner Wünsche für den LS25. 10 Dinge, die da rein sollen. Und eins muss man ebenfalls sagen. Ich hätte ja auch 3 Wünsche, nämlich ganz, ganz wichtig im Baumenü. Punkt 1, es gibt ja keine Undo-Funktion. Das ist so ein bisschen, wenn man sich dann immer ein bisschen vertan hat, dann ist das immer ganz, ganz schlecht. Deswegen wichtig, immer am Anfang, bevor er loslegt mit Bauen, abspeichern. So, wir werden hier den Spielstand speichern, weil das ist eigentlich meines Wissens die einzige Möglichkeit, wieder zurückzukommen.
Also ich rede jetzt hier natürlich immer von der Konsole, ob es auf dem PC andere Möglichkeiten gibt mit Spielständen, die man da irgendwie speichern kann. Also ich weiß es da nicht. Muss ich passen? Das wisst ihr dann mit Sicherheit besser. Aber ich rede hier von der PS5 und das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann immer nur zum letzten Spielstand so wieder zurück, indem ich halt das Spiel verlasse und wieder neu starte. Hier würde mir eine Undo-Funktion sehr gut gefallen. Ja, der zweite Punkt, der halt immer so ein bisschen, ja, was so ein bisschen sauer aufstößt, finde ich, ist, dass man einfach dieses Menü hier unten nicht ausklappen kann. Also, wenn ich jetzt hier meine Tiere, weil ich möchte nämlich Folgendes pflanzen, also Pflanzen anbauen, auch nicht. Hier, diesen schönen Schweinestall, den möchte ich nämlich hier jetzt reinbauen in diese Ecke. Und der Punkt ist ja der. Also das ist auch so eine Geschichte, die ich nicht ganz verstehe. Warum ruckelt und zuppelt das, wenn ich hier im Kreis herumgehe? Na, ich versuche hier auf der einen Ecke das genau zu platzieren. Und wenn ich mich dann drehe, dann ist das Ding wieder ganz woanders. Also, dass man das nicht in den Griff kriegt, verstehe ich auch nicht. Und das nächste ist halt eben genau der Punkt, dass man das Menü, also ich würde mir ja jetzt gerne hier ein bisschen was angucken bei dem einen oder anderen Gebäude, wo was ist, aber das Menü, also dass man das Menü nicht irgendwie runterklappen oder irgendwie versenken kann. Okay, also das wären drei Wünsche für die Entwickler, die ich gerne im LS25 hätte bezüglich dem Bauen. Okay, was wir jetzt aber zuerst machen müssen, wenn wir hier loslegen, ist natürlich das Ganze ein bisschen ebenerdig bringen, denn hier geht es nämlich nach oben und dann kriegen wir ein bisschen Stress. So, also das heißt, wir werden jetzt mal anfangen mit dem Landschaftsbau und werden jetzt erstmal formen. So, und zwar das Ganze ein bisschen anpassen. So, ein bisschen größer und ein bisschen stärker gleich. Und das Ganze wird auch gleich, vermutlich stark ins Geld gehen. So, denn wir werden hier auf der Ebene, auf der Ebene möchte ich das Ganze jetzt ein bisschen nach unten haben. Dann stellen wir nämlich hier so den Schweinestall praktisch hier in den Hang. Ja, man sieht, wie hier die Landschaft, der Boden natürlich nach unten geht, kräftig. So. Das müsste jetzt so passen. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt schon wieder ein bisschen... So. Das hier lassen wir. Und da müssen wir dann noch ein bisschen runter. Aber mich wundert es gerade, dass es nach unten geht, weil es müsste eigentlich jetzt hier hinten ja ein bisschen eigentlich eher nach oben gehen. Aber okay, dann schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Denn wie gesagt, wenn es nicht passt, dann müssen wir definitiv halt den Spielstand beenden und wieder neu laden. So, die Idee ist auf jeden Fall, dass die Fläche bis zu dem Knick da hinten... So, jetzt müssen wir von der Seite mal schauen. Genau bis zum Gras. So. Ja, die Vorarbeiten sind immer die schwierigsten, aber ohne die geht's halt nicht. Wenn man das hier nicht sauber macht, dann hat man immer die Gebäude kreuz und quer stehen. Dann passen die ja den Boden selbstständig an und dann hat man teilweise Dekorationsartikel oder Anbauten, die dann in der Luft schweben. So, wir wollen uns jetzt, schauen wir uns das mal an. Gebäude, Tiere, Schweine. Und wie gesagt, diesen Mod habe ich mir heruntergeladen. Den finde ich richtig cool. Den gibt es auch ohne Außenbereich. Das wäre mit Außenbereich. Und ich sehe schon, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen.
Und das Ganze gibt es dann auch ohne Außenbereich, aber meine Tierchen sollen ein bisschen auch rauskommen in die frische Luft. So, ich habe hier eingeschaltet die Rastergeschichte, weil das ist das Nächste, bis man das Ding dann auch wirklich genau geplatziert hat. So, wie viel müssen wir denn noch? Okay, bis auf jeden Fall hinter die Bäume. So. Und so, etwas stärker gleich. Passt das da nicht? Ja, es geht ganz schön ins Geld. So. Gut, ein bisschen uneben darf es ja immer sein. Dann schauen wir mal, ob es jetzt passt zu unseren Schweinen. Zack. Jetzt kommen wir, glaube ich, hin. So, überlappt mit einem anderen Objekt. Was ist damit gemeint? Oh, sind das die Tiere oder was? Komm, Charlie, verdünnisier dich. Oh, ich glaub's nicht. Dann müssen wir Trick 18 anwenden für Charlie. Zack, komm. Es gibt Futter, es gibt Futter. Und da ist er wieder, rennt in Zeitlupe. So. Quatsch, Tiere. Schweine. Jetzt hoffen wir doch, dass wir endlich unseren Schweinestall platziert kriegen. So, ich muss jetzt gerade mal schauen. Freier Modus. So, dann müsste er den doch jetzt sehr sauber in die Kante hauen. Okay. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Da steht unser Schweinestall. Wunderbärchen. Das müsste eigentlich so passen hier, oder? Ja, sieht auch gut aus. Passt genau hier in die Kante. Sehr schön, sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Okay, jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen anpassen, obwohl das passt hier eigentlich schon fast bis hierher. Da bauen wir dann noch die zwei anderen Hallen hin. Und dann machen wir hier eine kleine Auffahrt und werden das Ganze hier mit einem Zaun begrenzen und dann hier hinten erstmal, denke ich, nochmal Gras ansehen. Mache ich mir nochmal Gedanken. Da könnten wir auch eben dieses, das haben wir ja auf diesem anderen Feld auch, dieses, wie heißt das Ganze? Weidegras? Nee. Ackergras, Ackergras. Das hat nämlich den schönen Vorteil, das wird dann, hier haben wir nämlich Ackergras angesät. Das hat nämlich den schönen Vorteil, das kann man mit dem Drescher ernten. Und da wird dann auch gleichzeitig Heu produziert. Also was dann hinten rauskommt, ist dann Heu. Können wir also gleich unseren Tieren geben. Und das Ganze können wir, oder das den Ackergras, was geerntet ist, können wir dann eben auch den Hühnern zum Fressen geben. Da bin ich mal überlegen, ob wir da Ackergras hinmachen oder ob wir normales Gras. So, wir hauen die nächsten zwei Hallen noch hin. Dazu aber erst noch mal ein bisschen hier an der Landschaft arbeiten. So. Viereckig ein bisschen stärker. So, und zwar von hier aus. Na, gut. Dann machen wir hier eine schöne Kante, damit es gerade wird. So, dann können wir nämlich da hinten vielleicht noch was reinstellen. Gut. So, machen wir wieder ein bisschen größer. So,
So, das da hinten werden wir dann auch abtrennen zu unseren Nachbarn, auch mit einem Zaun oder mit einer Hecke, weiß ich noch gar nicht. Eine Hecke bietet sich vielleicht auch ein bisschen besser an. Die Rehchen hier, die interessiert es ja gar nicht. So, da machen wir jetzt mal nichts. Da lassen wir das erstmal, wie es ist. So, da habe ich übrigens auch den Fehler zuerst gemacht hier mit dem Schweinestall. Ich habe immer gedacht, da müsste man noch einen Misthaufen hinmachen. Aber das ist gar nicht notwendig. Der Mist wird dort im Schweinestall erzeugt. Genauso auch Gülle. Somit haben wir dann auch jede Menge Material dann eben für das Düngen. So, jetzt glaube ich, können wir hier das nächste Gebäude setzen. Gebäude, Halle. Und da möchte ich auf jeden Fall die Hörmannhalle hinsetzen, zusammen mit Dumm-di-dumm-di-dumm. Wo kommt sie? Die kommt gar nicht hier am Ende. Zusammen mit der Basisstation. Ups, hallo. Okay, so, dann werden wir das Ganze drehen. Und die wollte ich dann hierher pflanzen, so ziemlich ans Eck. Augenblick. Richtig, oder? Die ist richtig so. Ja, da ist die Türe. Da ist das Tor. So, jetzt schaue ich gerade mal. Schwebt die jetzt oder passt das? Nee, das müsste doch so passen. Bisschen noch nach vorne, damit wir dann auch hinten dran noch was setzen können. Okay. Das passt soweit. Und jetzt machen wir da noch eine ganz normale Schleppdach drunter. Dahinter. So. Das Standard-Schleppdach. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Das hier war mit... da war, glaube ich, irgendwie eine Werkstatt mit drin, eine Werkbank. Das ist doch eigentlich cool. Aber die ist ein bisschen lang, die ist ein bisschen groß. Die hier. Da wäre dann eben auch die Werkbank mit drin. Das ist cool. So, dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, das meine ich hier, dass man eigentlich das doch jetzt gerne so platzieren würde, dass das hier in der Flucht ist. Und wenn man jetzt das Ganze dreht und schaut, dass es auch in die andere Richtung passt, dann passt es eben wieder nicht. So, wieso überlappt das? Mit was überlappt das? Ach, das überlappt bestimmt mit dem Gebäude da drüben. Okay, dann können wir das auch nicht näher ransetzen. Ja, das ist immer so eine Feinarbeit, jedenfalls hier mit dem Controller. So, dann schauen wir mal, ob das soweit passt. Jo, ich denke, das passt so. Hervorragend. Dann werden wir da hinten noch eine Hecke ziehen. So, und dann haben wir hier ordentlich was gebaut. Was ich übrigens dann auch noch machen möchte, das habe ich mir auch gerade runtergeladen als Mod. Lass mich mal kurz gucken. Das war bei den Produktionen. Das finde ich cool. Und zwar hier bei den Generatoren, dass es hier die Option gibt, Solaranlagen aufs Dach zu packen. Das finde ich doch spannend. So, dann könnte man nämlich hier dann anfangen, eine Solaranlage drauf zu packen hier aufs Dach. Also das werden wir auch mal ausprobieren. Das finde ich also echt eine interessante Geschichte. So. Jupp. Passt die hier drauf? Nee, da brauchen wir genau die. Nein, da brauchen wir die auch nicht. Hä? Ja, die haben halt verschiedene Neigungen und Winkel. Okay, die würde theoretisch, glaube ich, hinpassen. Ja, die würde, glaube ich, schweben. Aber das wäre etwas, was wir auf jeden Fall auch machen können. Und jetzt machen wir eine kleine Besichtigung. Das Ganze werde ich hier noch ein bisschen ausgestalten, offscreen. Aber jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen eine Hoferweiterung. Da kommt dann unser Drescher rein, der steht nämlich mal da hinten so schön am Silo rum, ein bisschen einsam und verlassen. Und jetzt haben wir hier auch nochmal eine zusätzliche Werkstatt. Und wie gesagt, hier werde ich dann noch eine kleine Auffahrt machen, das Ganze noch ein bisschen abgrenzen mit einem Zaun erstmal. Und dann werden wir hier auf jeden Fall noch was ansehen. Und damit haben wir dann was zu tun, auf jeden Fall auch in den nächsten Folgen. Wunderbar! Sehr schön, das gefällt mir. Wie gesagt, das Ganze werde ich jetzt noch ein bisschen ausschmücken, noch ein bisschen dekorieren. Da wird noch ein bisschen Zaun hingemacht. Da werden vielleicht noch, werden wir noch ein Bäumchen pflanzen, damit das Ganze noch ein bisschen schöner aussieht. Jo, und jetzt seht ihr, also es geht wieder schön vorwärts. Wir werden dann auch demnächst hier noch die Felder kaufen.
Und dann bin ich auch mal gespannt, was der Gebrauchtmarktwagenhändler sozusagen uns noch im Angebot hat für die nächsten Folgen. Okay, ich glaube, heute haben wir wieder richtig was geschafft. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen und ihr dürft gespannt sein. In der nächsten Folge werden wir uns dann die ersten Schweinchen holen und die werden dann hier in den neuen Schweinestall hier einziehen, in die Hoferweiterung bei uns hier auf Neu-Mini-Brunn, unsere Alpen-Map, hier bei unserem wunderschönen Projekt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Lasst doch gerne ein Abo da oder schreibt mir einen Kommentar. Ein Like fände ich auch super. Also vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.